Ja, hallo liebe Weinfreunde, grüßt euch hier zu Werner Salut. Vino. Servus, heute mal zu dritt. Jupp. Ja, der Ralf ist mal kurz vorbeigekommen und hat noch zwei Flaschen Wein mitgebracht. Und es ist immer schön, wenn der Ralf was mitbringt. Naja. Naja, okay, kann man... Heute... Hast du ja keinen halbtrockenen Bacchus dabei? Woher weißt du das? Ansonsten hast du umgefüllt. Ja, du warst ja vor ein paar Monaten beziehungsweise ein paar Wochen, je nachdem, beim Weingut J.B. Becker. Ja. Und hast mit dem Hajo Becker zweimal ein Interview geführt und ihr habt einmal Riesling probiert und einmal Spätburgunder. Und beides hast du heute dabei. Ja, also normalerweise kommt bei uns ein Weingut ja nicht so oft vor. Ja, das ist jetzt irgendwie vierte Sendung. Zwei und Na, und doch, zwei. Doch. Also, wir haben schon ein paar Weingüter, die öfter vorkommen. Ich meine, innerhalb eines Jahres oder so. Ja, also so zwei bis drei Sendungen können schon mal sein. Aber ich finde ihn einfach ein absolutes Original. Und die On Tours müsst ihr euch mal anschauen. Das ist ein Winzer, der total mit offenen Karten spielt. Ja? Der erklärt dir im Interview genau, wie er den Wein macht. Und auch nicht immer nur das Gerede vom alles wird im Weinberg gemacht und im Keller macht man eigentlich gar nichts und so. Also Kellerarbeit ist schon wichtig. Mhm. Ja. Und er ist eigentlich ein Bio-Weingut. Mhm. Er arbeitet biologisch. Ist aber nicht zertifiziert. Er ist, glaube ich, nicht zertifiziert. Schreibt es auch nicht drauf auf die Flaschen. Er ist einfach so ein Freigeist. Ne? Mhm. Er will sich da jetzt nicht irgendwo einzwängen lassen und so. Ich fand das alles sehr interessante Gespräche. Auch wenn wir zum Beispiel, was die Jagd betrifft, ganz unterschiedliche Standpunkte haben. Ne? Mhm. Also er ist so ein Wolfsgegner. Ja. Aber ich finde, das haben viele heute eigentlich verlernt, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, aber man muss sich halt einfach nur respektvoll einfach gegenseitig behandeln. Man muss nicht der gleichen Meinung sein, aber man kann einfach sagen, ja, okay, du bist der Meinung, ich bin der Meinung, lass uns einen Wein trinken. Das haben viele verlernt. Ja. Und da müssen wir wieder hin. Genau. Du merkst bei ihm einfach auch, er ist so eine Persönlichkeit. Ne? Also als ich da war, der geht jeden Tag, er ist glaube ich 75, 78? Ja, ich glaube, der ist schon über 75. Über 75. Jeden Tag im Rhein schwimmen. Mhm. Erst rennt er ins Wasser und hinterher kommt sein brauner Jagdhund. Mhm. Und dann wird da gebadet und dann kommen sie wieder raus. Mhm. Und finde ich einfach eine richtige Winzerpersönlichkeit. Mhm. Und ich habe mir gedacht, weil das kann man bei ihm auch kaufen, richtig trinkfertige Weine. Ja. Und viele von euch haben ja keinen Weinkeller daheim oder keinen optimalen. Oder wollen sich auch nicht das Geld für einen sehr teuren Klimaschrank irgendwie ausgeben, was ich auch verstehen kann. Die Dinger sind schweineteuer. Ja, oder sie wollen einfach nicht 20 Jahre warten. Genau. Und wir haben hier J.B. Becker Rheingau 2009er Riesling Auslese Wallufer Balkenberg. Ja, alte Reben. Ja. Das ist so quer drüber. 14,5% Alkohol. Bei einer Auslese, ja. Riesling Auslese. Das haut einen erstmal um. Und die ist nicht trocken. Ja. Was? Okay. Ja. Also ja, die Farbe ist schon mal sehr Riesling gereift, sage ich jetzt mal. Ja, ist also schon sehr, sehr tiefes Goldgelb. Ja, das darf aber ein Riesling durchaus haben und ein guter Riesling steckt auch in dem Fall jetzt 14 Jahre ganz gut weg. Ich glaube auch, dass viele diese Art von Riesling noch nie probiert haben. Mhm. Also die Rieslinge sind Spontis. Mhm. Werden überwiegend im Holzfass. Große Fuderfässer. Große Fuder, ja. Also ganz, ganz traditionell.
Und ein gereifter Riesling hat eigentlich nichts mit den jungen Dingern zu tun. Das heißt, wir haben hier eigentlich auch, die Säure ist eigentlich harmonischer meistens. Ja. Greift den Zahnschmelz auch nicht an. Ne? Die Primärfrucht ist ein bisschen weg normalerweise. Wir haben jetzt hier, finde ich, eher so Dörrobst, Honig. Ja. So getrocknete Marillen. Marillen, ja, genau. Ja, der alte Österreicher hier. Alt. Ja, Österreicher sagt er nicht mehr nein. Ja, ja. Aber doch, im Geschmack, die Säure ist schon da. Ja, aber nicht so Zahnschmelz, ade, sondern sehr angenehm. Sehr und eine schöne Restsüße. Es kommen auch so Zitrusaromen, ne? So ein bisschen Orangenschale ist dabei. Ja. Aber auch so Bergamott. Bergamott, ja. Und gab es auch so ein bisschen Dattel. Ist auf jeden Fall lecker. Also muss ich jetzt wirklich sagen, den Alkohol merkt man auch ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, Auslese. Trocken aus, fast trocken ausgebaut, sage ich jetzt mal. Der hat schon Restzucker. Ah, ich frage mich immer noch, wie man das hinkriegt bei 14,5 Alkohol. Die Kunst des Winzers, würde ich einfach mal sagen. Also es ist absolut kein Leichtgewicht. Nee. Das schreit auch nach Essen. Also wenn ihr jetzt an Weihnachten so eine Ente à la Orange hattet, das wäre so richtig, richtig genau sowas. So ein Riesling, recht süß, so ein bisschen gereift. Ich könnte es mir auch zum Rehfilet vorstellen. Wo dann eben auch so eine leicht süße Soße dabei ist, so ein bisschen zu wild. Super. Ich glaube, da darf man sich auch einfach ein bisschen mehr trauen. Man muss nicht immer nur Rotwein zum Wild nehmen, man darf da auch einfach mal so recht süße Rieslinge verwenden. Sei es jetzt Mosel oder Rheingau, ist ja wurscht. Dabei ist er eigentlich im Rheingau der Vorreiter vom trockenen Riesling. Er studiert Anfang der 60er Jahre. Er hat das Weingut, wann hat er das übernommen? 63, 64. Und hatte vorher schon probeweise einige Fuder trockenen hergestellt. Da ist ihm immer gesagt worden, ja, ein Rheingau-Riesling unter 24 Gramm Restzucker wird nicht verkauft. Den kauft kein Mensch. Ja, ich glaube, die meisten Rheingau-Rieslinge sind heutzutage sowas. In der trocken. Aber damals, 60er Jahre, alles richtig. Also mindestens 24 Gramm Restzucker. Weiß nicht, auch die Zeit, wo der Spätburgunder Rest süß da war. Ja, ja. Und, also teilweise. Und er hat es eigentlich rumgerissen. Also ich finde, er ist so ein, ja, du kannst ihn schlecht einordnen. Ja, er ist wirklich total eigenständig. Und ist jetzt kein riesiges Weingut, richtiges Familienweingut. Und ich finde, das halt klasse, du kannst auch... Aber er hat schon verschiedene Weine, also ziemlich viele verschiedene Weine. Ja, er wirft die Weine auch nicht sofort auf den Markt, wenn du bei ihm Wein kaufst. Jetzt zum Beispiel bei Spätburgunder, der aktuelle Jahrgang, der im Verkauf ist, ist 18. Und wird jetzt durch 19 abgelöst. Ne? Das ist dann eine Spätlese, trockene Spätlese. Ja. Aber zum Rotwein kommen wir ja noch. Aber bleiben wir doch erstmal bei dem. Also ich wäre hier schon bei über 45 Punkten. Oh ja. Also ich würde jetzt so... Also 47 würde ich da auch schon geben. Ich wäre bei 48. Ist für mich ganz großes Kino. Leichte Karamellaromen sind jetzt noch, ne? Es kommt eigentlich immer mehr, der macht immer mehr auf. Ja, aber von dem her, ich würde mich da mit den 48 schon anschließen. Ja.
Nee. Großer. Oh, es ist toll, wenn du so das siehst, wie der langsam nach unten läuft, ne? So am Glasrand. Mhm. Ist schon toll. Ist ganz großes Kino. Ah, wir haben ja noch ein Wein. Ja. Oi. Spätburgunder Auslese trocken. Ja. Alte Reben. Wieder Wallufer, Alkenberg, Alte Reben, Jahrgang 2003. Ja. Da merke ich keine braune Tönung oder so. Nee. Also das Besondere an seinen Weinen ist auch, dass die uralt werden können. Ja. Vielleicht ist er deshalb immer noch so fit. Mhm. Das ist ein Winzer, der auch wirklich seinen Wein trinkt. Ne? Ja, das ist ja gut. Und der hat dann von der Farbe her ist das... Ist dunkel. Ein minimaler, wirklich minimaler Schimmer ist da. Ja. Aber ganz am Rand. Ja, ja, bisschen. Aber also sagen wir es mal so, Trinkreife ist da. Bist du da? Ja, sie niest noch. Ach so, psi. Du musst mal wieder Staub wischen. Ja. Ja. Ja, Pipi, komm. Komm auf, komm, 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 komm. Entschuldigung, kleinen Moment. Ach, ist doch wurscht. Ja. Da merkt man eben, dass wir hier One-Take-Aufnahmen haben. Ja. Im Normalfall, es sei denn, wir geben dem Wein noch mal ein bisschen Zeit. Ja, das ist Burgund. Ja, da. Der erste Nase ist Burgund, jetzt nimmst du noch die zweite Nase. Ja. Der ist eher so ledrig. Von der Nase. Boah, sehr terroirbezogen. Ich glaube, die Kleine will auf den Schoß. Ja, komm auf den Schoß. Sie ist ein bisschen kamerasüchtig. Komm her, komm her. Komm her. Oh, ja. Ja, 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 muss ich geben. Ja, ja. Nicht vor der Kamera. Ist ja. Ja, ja. Ja. So. Ja. In der Spätburgunder-Sendung erklärt er ja, wie er Spätburgunder macht. Und das ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Er hat nämlich, er macht es nach einer französischen Methode, nach einer uralten. Er hat Drucktanks. Das heißt, dieses ganze Umrühren, was die meisten Winzer machen, gibt es bei ihm nicht. Bei ihm kommen die Trauben in den Drucktank und durch den Druck wird ein riesiger Teil dieser Farbstoffe in der Bärenhaut gelöst. Deswegen haben wir auch hier eine viel dunklere Farbe als bei vielen. Ja, das sind alle seine Rotweine, alle seine Spätburgunder und da hat er mir auch gesagt, bei Spätburgunder benutzt er eine Reinzuchthefe, ist also nicht spontan vergoren. Komischerweise eine südafrikanische. Er hat gesagt, damit hat er die besten Ergebnisse gemacht. Ich finde es halt gut, er ist sehr offen in dem, wie er die Weine ausbaut. Und du hast ja gesehen, er hat nicht diese Burgunderflasche. Ja, Rheingau-Schlegelflasche. Er füllt die absichtlich darin ab. Könnten sich manche fränkische Winzer ein Beispiel nehmen. Ja. Er sagt, er will kein Plagiat. Mhm. Ja. Er ist Rheingauer, also benutzt er auch die Flasche. Und viele sagen, dass seine Weine sehr stark Richtung Burgund gehen. Mhm. Und er sagt aber, er will immer noch einen Rheingauer Spätburgunder machen, keinen Pinot Noir. Nichts kopieren. Und das finde ich eigentlich gut. Ja, finde ich auch gut. Also ich finde, Rheingau ist auch von der Bodenformation was ganz anderes. Wir haben ja im Rheingau jetzt nicht diese Kalkschichten im Normalfall. Ja. Sondern so teilweise Buntschiefer, teilweise, wenn ich mich nicht ganz täusche, so Quarzit. Ja, ja. Das ist sehr, sehr verbreitet. Das ist natürlich auch eine komplett andere Stilistik, die da einfach rauskommt. Von daher hat er ja... Das kann kein Burgunder mehr, also kein Bourgogne-Burgunder werden. Ein Rheingau-Burgunder. Ja, aber die Nase ist einfach großartig.
da hast du schon sehr stark Holz, ne? Also so altes Holz. Ja, aber Leder. Du darfst sagen, die Machart ist schon burgundisch, ja. Aber es ist... Ja, von der Machart her, wie willst du es besser machen? Ja. Ja, also... Ja, also so auch Tomate, so ein bisschen so getrocknete Tomate, so ein bisschen mit dabei. Pilze finde ich auch. Pilze, ne? Ja. Wo wir dann wieder bei dem Essen wären. Alles mit Pilzen. Ja. Nee, Rheingau ist für mich einfach auch eine super Feinschmeckerregion. Ja. Das kann nicht jede Weinregion von sich behaupten. Nee, Franken kann das ein bisschen sein. Ich glaube, also für mich, von den Regionen her, die ich gut kenne, sind es Baden. Und Rheingau. Rheingau. Und Franken ist ein bisschen drunter, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt mehr bodenständig. Ja, aber wenn ich jetzt so an Mosel oder Pfalz denke, so toll wie die Weine sind, die daherkommen. Also die Küche ist auch sehr, sehr bodenständig. Ja, aber gut. Gut, aber ja. Sehr... Aber im Rheingau, ich habe da jetzt ja auch Urlaub gemacht und du hast schon einen französischen Einfluss. Und das ist dort halt ganz normal in Eltville. Da ist samstags ein Markt, da kriegst du super Rohmilchkäse und auch super Fleisch vom Erzeuger. Gemüse ist toll. Ich war ja auch einmal im Februar dort, wo Karneval war. Da haben sich alle Verkäufer verkleidet, ne? Der Gemüsehändler. Ja, ich glaube, das ist schon was Spezielles dort. Also das ja, ist ja. Es ist eine Karnevalsregion. Die Leute haben Humor. Ja. Und wie gesagt, der Gemüsehändler ist erst als Pilz rumgelaufen, seine Frau als Erbse. Der Geflügelhändler hat ein Hühnerkostüm angehabt. Also es war schon... Das ist lustig. Ja, weiß man zumindest gleich, wo man hin muss. Ja, war super. Nee, also ich finde den ziemlich gut, den Spätburgunder. Ja, aber jetzt müssen wir probieren. Ja, ich habe schon probiert. Ah. Ja, nur ein Schwein trinkt allein. Boom. Aber ich finde ihn gut. Also steht nicht drauf, aber ich glaube, der ist auch unfiltriert. Ich glaube, er filtriert grundsätzlich nicht. Brauchst du ja theoretisch gar nicht. Er hat mal gesagt, filtrieren muss nur der dem Wein keine Zeit gibt. Genau, weil es senkt sich ja eigentlich alles ab. Also wenn du das dann abfüllst und abpumpst, dann bleibt unten noch so ein Bodensatz mit der Hefe und die musst du halt wegschmeißen, das ist klar. Wer dort den Rest da... Es gibt Winzer, die brennen daraus Schnaps. Ja, ich jetzt nicht. Aber ich hab das alles im Modellversuch habe ich es probiert und herausgefunden. Und eine Filtration kannst du machen mit wie heißt es? Ach, egal. Jedenfalls, du kannst den noch ein bisschen schönen und alles, aber vielleicht ein bisschen vom Prinzip macht das eigentlich alles die Natur für dich, dass es alles automatisch abgesenkt wird. Das ist irgendwie so eine Kombination auch aus Schlehen und Kirschen. Mhm. Der Duft. So. Ja, jetzt darfst du. Ja, also ich finde ihn ziemlich gut. Magst du einen Schluck? Aber kurz trocken, ja. Findest du? Er ist schon trocken. Halb kurz trocken nicht. Also ich glaube nicht, dass wir da bei 0, irgendwas kommen. Nein, so aber sind. Er ist trocken. Aber er ist so 3. Ich kann mir schon vorstellen, so 3 Gramm Restzucker sind da schon noch drin. Ja, das ist ja nichts. Aber er hat auch so eine Würzigkeit. Ja, wirklich so auch. Hat auch so lange ein bisschen so das
Kakaobohnenmäßig ist noch mit dabei, was ja bei Spätburgunder nicht so häufig ist, finde ich. Fast schon so ein bisschen dunkle Schokolade. Ja. Nein, Pippi, du kriegst keinen Wein. Nein, das ist für uns alles. Jetzt alles für uns. Ja, punktemäßig, wo würdest du den einordnen? Ähnlich? Was hatten wir? 48, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sogar 49 geben. Also halt Spätburgunder auf eine andere Art. Der ist aber noch total frisch, wenn er inzwischen. Ja? Hat schon Säure noch. Dafür ist er 20 Jahre alt. So, unser Kamerahund. Ja, ich habe ihn einfangen müssen. Ja, der wollte sich am Chardonnay vergreifen. Manchmal glaube ich, die kann auch Flaschen öffnen. Ja, wer weiß, ja. Ja. Nee, auf jeden Fall hier grandioser Wein, 49. 49. Gehen wir 49? Ja. Also ich finde den wirklich, wirklich grandios. Also ich finde ihn auch, also viele Spätburgunder nimmt man ja vor allem gern für Schmorgerichte. Da würde ich den gar nicht einsetzen. Das ist für mich so ein Wein, wo der eher kurz gebraten ist, ganz gut einsetzen kannst. Schönes Rinderfilet. Ich weiß, viele werden sagen, Filet, Weichei und so und damit. Ich esse schon gerne Filet. Also ich finde, so ein richtig abgehangenes Filet ist geil. Ja. Ja, also man muss nicht immer das Fett dabei haben. Also wenn es ein richtig gutes Filet ist, so. Genial. Fertig. Ja. Ja, wir haben ja einen guten Metzger hier ums Eck. Aha. Der macht das richtig gut. Ja, ja. Ich glaube, der Hund hat das gehört. Ja, also von dem her. Achso, du kriegst noch einen Abschlussschluck. Also ich bin ganz baff. Spätburgunder kann auch reifen. Ja. Aber ich glaube, er braucht dann trotzdem die richtigen Verhältnisse, klimatischen Verhältnisse. Zum einen hier Glaskorken, der wirklich, glaube ich, ist für die Lagerung wirklich gut ist. Ist absolut das Beste. Also ich habe jetzt auch öfters Schraubverschluss gehabt, wo sich dann am Gewinde was abgesetzt hat und so. Man kann es dann mit dem Tuch wegwischen und so, aber also Glaskorken ist das Optimale. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich wäre gern bereit, dann für die Flasche 50 Cent mehr zu zahlen. Da kommt es auch nicht mehr drauf an. Nein, wenn da ein Glaskorken drauf ist. Ja. Vor allen Dingen ist es auch verbraucherfreundlich. Kann man wieder verschließen. Du kannst verschließen und dann hält es noch ein paar Tage. Ja, also ich bin gar nicht so der große Kork-Fan. Nee. Also es gibt viele Weine, die haben immer noch Kork, aber ich muss sagen, ich bin da offen. Also. Ja, aber das war's jetzt. Na gut. Jo. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Baba. Servus.